das Team von Ferngesteuert RC auf dem Weg nach Kopenhagen. Das Rennen führt uns ans Schloss Amalienborg, wo der Däne vor dem Schweden und dem Deutschen gewinnen will. Ja, diesmal durfte ich ran. Nachdem Chris das Downhill-Rennen gefahren ist, durfte ich für Deutschland an den Start gehen. Und zwar mit dem kleinen Carrera. Herzlich willkommen zu den Kopenhagen Race Days. Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Wir sind schon ganz gespannt, was gleich passiert. Seid ihr aufgeregt? Ja, wir haben ein fantastisches Gerät. Wir sind sogar hier. Okay. Ja, nej, det känns spännande och jag är väldigt nervös. Jag tror att många kommer, eller om det är två så tror jag att ni kommer kanske vara bättre än mig på det här. Men jag känner att jag har känslan för det. Varför har ni genau diese Autos ausgesucht? Ja, för min del så tror jag det handlar mycket om färgen på den. Mer är det viktigt att man kan se bilen när man kör runt. Man kan styra med de här kontrollerna. That's so dirty. Very nice. Let's turn. Ja, helt enig. Nice. Så det är väl bara det egentligen. Men då det tycker jag. This ride is a journey to run for run. The secret inside of you, run for run. This race is a prophecy, run for run. Die Rennstrecke am Schloss Amalienburg ist ein klassischer Rundkurs. Hier der Start. Und nochmal der Start. Alle rennen Autos hinterher und der Däne macht's hier richtig. Da kurz den Pfeiler touchiert, um die Laterne rum und zurück Richtung Ziel. Und den Schweden, den hole ich mir noch auf der Zielgeraden. Ja. Naja, darf bezweifelt werden, der Däne hat es zumindest mal gewonnen. Die Fernbedienung ist etwas ungenau, was jetzt nicht weiter schlimm ist, weil die Autos auch ziemlich langsam fahren. Und leider muss man auch sagen, dass trotz dieser 2,4 GHz Technologie da etwas Indifferenzen bestanden und zwei der drei Autos immer wieder zusammen funktioniert haben. Also das war beim Rennen war es etwas schwierig. Und hier haben wir noch die restlichen 30 Minuten Akku verfahren. Zur Ladedauer. Wir konnten schon nach einer Stunde laden anfangen Spaß zu haben, mal alle Wagen zu testen. Also es war wirklich so, dass wir hier ein richtiges Ready to Race hatten. Ja, und nach dem Rennen haben wir klassisch deutsch mit Bier gefeiert.